The digital distributed online chaos will now present you no POC, no fix, a sad story about Bluetooth security. So POC here stands for proof of concept and not people of color. It's about technology. It's just a broken mem copy in the Bluetooth stack, and do we really need to fix that? So that's probably what the Bluetooth developer thought, and Jan Ruge is talking about einen Fehler hat und ob man das wirklich reparieren muss. So zu Jan, bitte. Jan. Hallo. Hallo, mein Name ist Jan. Und ich möchte ein paar zusätzliche Ergebnisse präsentieren, die wir hier im Bluetooth-Stack gefunden haben. Und ich möchte ein bisschen über die eigentlichen Verwundbarkeiten als auch über die Methode reden. Okay, warum mache ich das überhaupt? Was ist meine Motivation? In meiner Zeit an der Universität gab es ein Projekt, wo es um Firmware von Broadcom WLAN-Controllern ging. Und sie haben dazu ein ganzes Framework zum Patchen gebaut. Und wir hatten Zugriff auf die Firmware. Und das wurde dann genutzt, um entsprechende Exploits zu schreiben, um das auszunutzen. Und da gab es eine Reihe Broadporn und Quarkslab in den letzten 2 Jahren. Wenn man also Reverse Engineering, Rückwärtsentwicklung betreibt, dann kann das von anderen natürlich dazu genutzt werden, um tatsächlich Exploits, also Code, der das ausnutzt, geschrieben wird. Bei CIMO gibt es jetzt Arbeit rund um Bluetooth-Controller. Und es geht darum, Debugging-Möglichkeiten in das System einzubauen. Wir haben das gleiche Problem, dass wir eine ganze Menge an Wissen über diese Controller veröffentlichen. Und wir möchten dieses Mal dafür sorgen, dass die offensichtlichen Schwachstellen finden, bevor andere Exploits dafür bauen. Die meisten von euch kennen Bluetooth sicherlich. Es ist ein Radioprotokoll, das auf 2,4 GHz arbeitet. Es wird benutzt zur Kommunikation zwischen Geräten, zwischen Telefonen und Headsets zum Beispiel. Was viele vielleicht nicht wissen, dass wenn man ein Gerät hat, bei dem Bluetooth aktiv ist, dann kann man sich bereits verbinden. Gibt einen L2-Ping und man kann darüber also Kommunikation durchführen. Und man kann also mit diesen Geräten interagieren, ohne dass der Besitzer davon was mitbekommt. Eine Reihe von Protokollen laufen in der Firmware. Das heißt, das eigentliche Telefon kriegt davon gar nichts mit. Und die Dokumentation davon ist häufig nicht publik und natürlich auch sehr fehlerträchtig. Wir benutzen hier eine Plattform von Cypress, ein Entwicklerboard. Wenn man Cypress oder Broadcom sagt, da rede ich eigentlich immer von derselben Firma, denn Cypress hat Broadcom gekauft, oder den Wireless-Teil von Broadcom vor ein paar Jahren gekauft, und dementsprechend verwende ich beide Firmennamen. Und da gibt es zum Beispiel ein Entwicklerboard für Bluetooth Low Energy, und da gibt es also, man kann also C-Code schreiben und auf dem Controller ausführen. Und interessanterweise gibt es keine wirkliche Trennung zwischen der Applikation, die auf dem Controller läuft, und der eigentlichen Firmware. Man kann also beliebig das RAM auslesen in unterschiedlichen Bereichen, das ROM und so weiter. Die Firmware muss in irgendeiner Weise dafür sorgen, dass der Code, den man selber schreibt, mit dem ROM zusammenpasst. Und
das Entwicklung, die Entwicklungsumgebung exportiert eine ganze Reihe von Informationen, Funktionen globaler Variablen, Register, und dadurch können wir sehr viel arbeiten, sehr viel schneller arbeiten. Ein paar der Protokolle, die relevant sind. Ganz oben ist das eigentliche Gerät, das Bluetooth verwendet. Unten ist die Hardware. Da gibt es das L2CAP-Protokoll. Das kann man benutzen, um zwischen zwei Geräten zu kommunizieren. Und das wird eingepackt in RCI, ein Protokoll, mit dem der Host mit der Firmware reden kann. Und innerhalb der Firmware haben wir eine ganze Reihe von Hardware-Registern für das serielle Interface. Und der blaue Bereich, das ist die Multithreaded Firmware, die in unterschiedlichen Threads die verschiedenen Protokolle implementiert. Hier oben Management-Protokolle, der Link-Manager, der die HCI-Nachrichten verarbeitet und das Link-Manager-Protokoll verarbeitet. Und das passiert alles innerhalb der Firmware und ist vom Host aus nicht zugänglich. Und dieser Link-Manager kontrolliert den sogenannten Bluetooth Core Scheduler, ein eigener Scheduler, der entscheidet oder der steuert, was in jedem Bluetooth-Zyklus, Timer-Zyklus passiert. Und der Core Scheduler implementiert alle die zeitkritischen Aufgaben, die innerhalb von Bluetooth zu implementieren sind. So ein bisschen mehr Hintergrund: das Internal Blue-Projekt. Das kann man verwenden, um die Firmware zu debuggen. Das wurde als erstes entwickelt und sie hatten keine Symbole und sie konnten, haben es geschafft, auf den Link Manager zuzugreifen und die Nachrichten zu extrahieren und auch eigene Nachrichten zu senden. Ich möchte in diesem Vortrag über Frankensteig reden, um mit C direkt arbeiten zu können. Und warum ist es wichtig? So sieht ein Bluetooth-Paket aus. Am Anfang ist der Channel Access Code eine ID, um zwischen den Geräten und zu unterscheiden. Am Anfang eine Identifikation, was für eine Art von Paket es sich handelt. Dann die sogenannte Payload, wo die eigentlichen Daten drin sind. Und ganz hinten die Payload, die eigentlichen Daten. Und wenn im Core-Scheduler hat man nur Zugriff auf die eigentliche Payload. Und man kann Pakete senden mit beliebigen Daten drin. Und durch den Paket-Header und den Payload-Header, durch den Zugriff auf die, können wir jetzt sehr viel mehr Sachen ermöglichen. Darüber konnten wir ein paar sehr interessante Bugs triggern. Die hauptsächliche Art, wie wir das gemacht haben, heißt Firmware-Hocking. Wir können C-Code auf dem Controller ausführen und haben eine Möglichkeit implementiert, um uns in bestehende Funktionen einzuklinken, den Ablauf nachzuvollziehen, inklusive der Argumente, die zum Funktionsaufruf verwendet werden, und dadurch auch das Protokollverhalten anzupassen. Und sehr früh haben wir die Funktion identifiziert, die für
die das Kopieren der Daten zwischen dem Controller und dem der Hardware zuständig ist. Und das heißt, wir können die Daten modifizieren und zum Beispiel durch Fuzzing entsprechend zu modifizieren. Wir haben hier diese Funktion, BCS DMRTX Enable EIR, und das ist die Funktion, die Extended Inquiry Response, also erweiterte Anfrage, Antwortdaten kopiert. Und wenn also jetzt Geräte scannen, dann werden diese Antwortpakete durch diese Funktion durchgeschleust und man kann also darüber interessantes Verhalten provozieren, indem man da andere Daten zurückgibt. Und das hier ist die eigentliche Fuzzing-Funktion. Und hier flippen wir einfach Bits zufällig und wir haben also die Software so entwickelt, haben sie auf den Controller geladen, habe auf meinem Laptop und sofort erstmal den Bluetooth-Controller abgeschossen auf meinem alten T430 Laptop. Das Problem ist, dass das T430 sehr alt ist. Die Firmware ist ungefähr von 2010. We tried the same technique against newer devices mit and newer is Nexus 5, so quite old devices. Und they seem not to be affected. Und neuere Geräte sind davon nicht betroffen. Giska hat gesagt, guck mal trotzdem. Und ich habe geschaut. I had no symbols for the firmware, so it was quite hard time to figure out what's going on. At some point, I had an einem bestimmten Punkt hatte ich ein komplettes Firmware-Image. And it looks like that it was a heap corruption because we can look from where we come from. Und da wurde also der Heap durcheinander gewürfelt und man konnte sehen, dass eine bestimmte Funktion involviert war. And this is quite problematic because und das war problematisch. In dieser spezifischen Implementierung des dynamischen Speichers ist ein Buffer-Overflow, führt dazu, dass dass Daten freigegeben werden und das funktioniert erstmal und wenn später darauf zugegriffen werden soll, dann gibt es viel später einen Crash. Wir hatten also damit kein Glück und deswegen haben wir uns auf die Emulation konzentriert in unserer Forschung und naja, die Grundidee ist, die Firmware ist einfach ARM-Code. Wir können vielleicht einfach einen gut definierten Zustand extrahieren, den Speicherzustand und dann die Register vielleicht wiederherstellen. Das ist hier der Code rechts, mit dem wir das versucht haben. Wir haben diese XMIT-State-Funktion, die wir als Hook ausgeführt haben. Und das speichert die Register in den Stack und speichert den Stackpointer an einer speziellen festen Speicherstelle. Und dann rufen wir die XMIT-Memory-Funktion auf, die alle Interrupts deaktiviert, so dass also kein anderer Code laufen kann in der Zwischenzeit. Und dann schicken wir all diese Speicherregionen rüber zum Host. Es ist hier wichtig, dass wir keine Funktionen benutzen, die Threading benutzen. Wir müssen also hier direkt die Hardware-Register benutzen, um den Memory-Speicherdump zu versenden. Und wenn wir dann den Speicherdump auf dem Host haben, können wir die Continue-Funktion aufrufen. Und damit bekommen wir dann unseren Stackpointer zurück in den Registern und können mit der Ausführung fortfahren. Und dann schauen wir mal, wie weit wir damit kommen können. Aber zuerst schauen wir mal, wir haben also jetzt zuerst den Speicherdump und die Hardware-Register haben wir nicht mehr. Wir müssen also einige Modifikationen in der Firmware zunächst mal ausführen. Und hier seht ihr, wie wir das getan haben. Wir haben also hier ein einfaches QEMU ARM. Wir wollten ja nicht mit QEMU irgendwelche komischen Dinge machen.
Wir haben also hier die Firmware, aus der wir unsere Speicherdumps herausholen, die wir dann in Objektfiles konvertieren. Und dann müssen wir einige Änderungen durchführen. Wir wollen C-Code schreiben. Dieser C-Code spielt im selben Speicherraum wie Qemu. Wir können das auch dann in ein Objektfile kompilieren. Und dann haben wir eben eine volle Liste, alle Funktionen, alle globalen Variablen. Was wir jetzt tun können, ist, dass wir einen C-Code mit dem Image, das wir herausgeholt haben, verlinken. Und dann können wir also C-Code im selben Adressraum speichern. Wir können die Datenstrukturen parsen, können Funktionen aufrufen und so weiter. Und am Ende, wenn das alles übersetzt ist, können wir das in ein neues ELF-File bringen oder zu einem neuen ELF-File machen und das ist jetzt dann sozusagen die Firmware und dann haben wir eben diese Extra-Seite hier mit unserem C-Code und dieser Code führt eben einige Änderungen im ROM und RAM aus und ruft dann die Continue-Funktion auf und die Switches werden wiederhergestellt. Ja, zunächst, was wir getan haben, wir haben einige Debug-Nachrichten eingebaut, sodass wir also Funktionsaufrufe verfolgen können, die aufgerufen werden, um zu verstehen, was passiert. Und am Ende konnten wir dann das Threading-Verhalten implementieren und konnten hier HCI-Nachrichten extrahieren. Und wir konnten rohe Wireless-Frames extrahieren. Und was wir jetzt also tun können, wir können hier HCI benutzen und Daten im Wesentlichen auf Standard-In dann zu Standard-In durchreichen. Und dann können wir also Wireless-Frames lesen und bringen dann die Firmware zusammen mit dem Betriebssystem und schauen uns an, was passiert. Und das ist jetzt, was ich euch kurz zeigen möchte in einer Demo. Ich hoffe, dass das funktioniert. Ich habe hier ein Ubuntu-System und wie ihr sehen könnt, das ist besser so. Hier haben wir die Bluetooth-Settings von Ubuntu geöffnet. Es gibt gerade keinen Adapter und hier haben wir wir können sehen, was hier auf dem HCI-Level passiert und hier seht ihr die HCI-Config. Wir haben aber keinen Adapter im Moment und hier oben passiert die Magie. Dieses Binary HCI-Attach ist also keine komplette Firmware, die wir ausführen können, die sich automatisch an den Bluetooth-Stack dranhängt und wir müssen nun Zufallsdaten hier hineinpipen und sehen dann, wie das System sich verhält. Und sobald ich das ausführe, können wir zunächst sehen, dass wir sehr viele Logs bekommen, sehr viele Aktivitäten, also sehr viel Log-Output. Und wir haben einen neuen Adapter, der jetzt auch läuft. Und früher oder später startet die Firmware tatsächlich eine Frage auf das Device und bekommt dann auch gültige Resultate. Und die Daten, die wir hier an die Firmware weiterreichen, werden hier als Wireless Frames interpretiert. Und wir können hier Events sehen, dass ein Gerät gefunden wurde, noch ein weiteres Gerät wurde gefunden. Und natürlich haben wir auch sehr viele Log-Ausgaben und hoffentlich. Mist. Demo-Problem, es funktioniert nicht. Naja, jedenfalls. Ich starte es nochmal. Scanning nach Geräten. Wie wir hier sehen, gibt es eine Menge Log-Ausgaben, aber was ich euch gesagt habe, ist, dass wir den Firmware-Status neu ausführen können,
In diesem Fall haben wir auch einen Web-Frontend, in dem wir die Firmware ausführen können und dann Ergebnisse bekommen können. Und hier habe ich einen kompilierten Firmware-Status, mit der die Firmware ausgeführt wird, bis sie in einen Idle-Zustand kommt. Und wie ihr sehen könnt, haben wir hier Informationen über die Context-Switches, Speicherzuweisungen und so weiter. Wir können außerdem hier einen Blick auf den Speicher haben. Wir können sehen, welche Speicherregionen sich verändert haben und auch die Symbole. Und am Ende haben wir eine Aktivitätskarte des Speichers, in der wir sehen können, in welchen Speicherregionen Code ausgeführt wird, was geschrieben wird. Und wir haben auch Symbolanmerkungen für die Firmware. Ja, entschuldigt, dass die Demo nicht genau funktioniert hat. Was passiert ist hier bei der Query, da ist tatsächlich ein Bug und hier haben wir eine Heap-Korruption, also eine Speicherkorruption. Es gab einen Crash mit dieser Heap-Corruption-Detected-Meldung und das hier ist das, was man auf der Konsole sieht. Und ja, wir haben einen Heap-Sanitizer dazugefügt, also ein Programm, das die Speicherzugriffe überwacht auf Korrektheit. Und ja, hier ist das, dass hier die eine Speicherallokation hatten mit Hex 109 Bytes an dieser Adresse. Und später machen wir einen Memcopy in diesem Buffer mit einer Länge, die sehr viel größer ist als die 645 Hex, sehr viel länger als dieser 109. Und das wird dann von dem Heap Sanitizer festgestellt. Und das lockt dann, was dann alles passiert ist. Und dann können wir tatsächlich diesen Bug tatsächlich, die Firmware tatsächlich debuggen. Und das war ein tatsächliches CVE, das wir berichtet haben. Und diese Speicherkorruption während der Geräteabfrage. Und als wir darauf geguckt haben, war es tatsächlich derselbe Bug wie auf dem T430. Also das Problem hier ist, wir haben einen Bug in einer Firmware, die wir in der Firmware von 2010 sehen können und auf einer Firmware, die von 2018 ist. Also es war wenigstens 8 oder 10 Jahre in Produktion, dieser Bug. Und das Interessanteste ist, der Bug ist tatsächlich in zwei verschiedenen Stellen zu finden. Das eine ist in dem Bluetooth-Kernscheduler und der andere ist in dem Link-Manager. Und wenn man sich tatsächlich in den Source Code guckt, was da passiert, dann sehen wir, wir extrahieren die Paketlänge aus dem Payload-Header, indem wir die unteren 3 Bit wegwerfen und dann das Längenfeld rausmaskieren. Und in dem Link-Manager allozieren wir 264 Byte Speicher und dann machen wir einen Memcopy in diesen Buffer rein mit der berechneten Länge. Und ja, was ihr euch fragen könnt, wieso fehlt dieser Längencheck? Was passiert, wenn wir Paketdaten schicken, die länger sind als die erwarteten 264 Byte? Und die Antwort ist tatsächlich, nichts passiert, weil die maximale Paketseite auf dem physikalischen Layer limitiert ist. Und der Bug hier ist tatsächlich, dass diese Bitmaske hier falsch ist. Die ist 13 Bit lang und nicht 10 Bit, wie sie sein sollte. Das heißt, die Paketlänge enthält auch noch ein paar Felder, die für zukünftige Zwecke reserviert sind. Das ist normalerweise auf 0 gesetzt. Aber sobald man ein einzelnes Bit in diesem Feld auf 1 setzt, dann überschreitet man ganz massiv die erlaubte Paketmenge. Und dann gibt es den Bug. Jemand hat gefragt, kann ich einen Memcopy mit einem Overflow machen, aber ich kann die Daten nicht kontrollieren, die da reingehen. Also was ist der Punkt davon? Aber tatsächlich, wenn man genauer auf die Firmware guckt, was wir gemacht haben, wir haben
ein bestimmtes Muster für die Payload geschickt, das wir einfach im Speicher wiedererkennen können. Also hier unten seht ihr das, dieser blaue Teil. Das ist die eigentliche Paket, das wir geschickt haben. Und für, aus irgendwelchen Gründen haben wir dann, ist da ein Teil des Pakets hinterher dupliziert ist. Also obwohl wir eigentlich nur 264 Byte Speicher schrieben, können wir einen kontrollierten Overflow hier kriegen. Das ist ziemlich gefährlich mit der Implementation, wenn man hier einen Block hat. Und das ist, so sollte es eigentlich aussehen. Das ist einfach das Management, also Verwaltung von Buffern mit fester Seite. Und wir haben hier eine freie Liste, von also eine Liste von freien Buffern mit Links. Und wenn wir einen Overflow haben, dann können wir hier diese Pointer überschreiben und kaputt machen und können dann einfach an eine beliebige Stelle linken. Also was man dann machen kann, ist, man nimmt beliebige Speicherort, kann man als einen Buffer benutzen, wenn man irgendwo drei Buffer nacheinander allozieren kann. Dann können wir beliebige Daten überschreiben. Und als es, da es überhaupt keine Gegenmaßnahmen gibt, ist der komplette Speicher des Systems überschreibbar und ausführbar. Und wir können irgendeine Funktion im RAM überschreiben und dann beliebige Codeausführung bekommen. Und wenn man denkt, es gibt keinen Adressraum, Randomisierung oder sowas, alles nichts. Also wir haben einen vollen Proof of Concept dafür gebaut und haben es dann an Broadcom offenbart. Und also, ja, im April haben wir sie offiziell informiert. Nach 2 Wochen kriegten wir nach einem Status-Update gefragt, raus, was es ist. Und sie haben gesagt, ja, sie haben diesen Bug im Februar 2018 gefunden und sie hatten einen kompletten Fix und an allen ihren Kunden gegeben, dann ist alles okay. Und das ist ein ziemliches Pokerface, beziehungsweise unsere neueste Firmware war vom Januar 2018. Und sie sagten, der Bug, der 8 Jahre in der Firmware war, ist 2 Wochen danach gefixt worden. Also haben wir uns das nochmal genauer angeguckt. Wir waren uns ziemlich sicher, dass wir diesen Samsung Galaxy A3 mit einem Patch-Level, der danach war, also nach dem Februar 2018 war. Und später haben wir auch das Samsung Galaxy S8 getestet, das ein Patch-Level vom März 2019 hatte. Und tatsächlich, wir haben noch ein paar mehr Geräte getestet und wir konnten kein einziges Device finden, das nicht verwundbar war. Also wir haben uns gefragt, was passiert hier? Und sie haben gefragt, wir haben unseren Kunden die Fixes geschickt und es ist die Sache der Kunden selbst, ob sie das fixen wollen oder nicht. Und wie gesagt, wir konnten nicht ein Gerät finden, bei dem dieser Bug gepatcht war, bis Yiska ein S10e gefunden hat. Und hier ist der relevante Teil des Codes, hier ist dieses Memcopy. Und sie haben tatsächlich vorher einen Längencheck eingefügt, also sie gucken hier, ob die Länge größer als diese erwarteten 240 Bytes ist, dann trunkieren sie sich. Diese Firmware hat ein Bilddatum vom April 2018, also sie haben tatsächlich diesen Bug gefixt. Aber ja, am Ende mussten wir das zu den Herstellern der Geräte eskalieren. Und wir haben also wir haben verschiedene Leute kontaktiert, die Broadcom Chips benutzen, Google, Samsung, die auch Broadcom benutzen. Und Android hat ein gefixte Firmware-Image mit diesem Fix im August 2019 zur Verfügung gestellt. Und auch Apple hat Fixes zur Verfügung gestellt und hat uns auch öffentlich Anerkennung gegeben. Und es war wirklich anstrengend. Wir müssen es tatsächlich an die Hersteller wenden von den Geräten. Könnt ihr für diesen Remote Code Execution einen Fix zur Verfügung stellen? Das ist nicht, wie es sein sollte. Also jetzt möchte ich noch etwas über ACL oder asynchron verbindungslose
machen. Also SEL fuzzen ist eine interessante Aufgabe, weil es die komplexeste Aufgabe ist, die man in diesem Programm testen kann, weil das auch den Link-Manager-Protokoll-Implementation beinhaltet, im Link-Manager. Und wir erwarteten wirklich ein paar Bugs hier. Und wir haben auch in der Handler-Tabelle einen fehlenden Längencheck gefunden haben. Und wir haben tatsächlich viel ausprobiert. Wir haben abdeckungsgelenktes Fuzzing gemacht. Wir haben auch auf dem ACL-Paketen. Aber das hat nicht viel gebracht, weil die ACL-Pakete tatsächlich direkt zu dem PC Transport Task weitergegeben und deshalb gehen sie halt nicht durch den Link Manager. Wir haben es auch versucht für die Anfragepakete, wo wir die Pakete verändert haben, bevor sie in die Hardware-Register geschrieben worden sind. Und keine von diesen Herangehensweisen hat irgendeinen benutzbaren Bug gefunden. Also wir konnten die Firmware einfach so nicht crashen, was ziemlich überraschend für uns war. Außer da war ein Crash, den wir auf dem Nexus 5 machen konnten. Und das war während meiner Abschlussarbeit, aber es war nicht im Scope, weil ich habe meine Arbeit über dynamische Firmware-Analyse geschrieben und das Android-Betriebssystem war da nicht im Scope. Ich hatte nicht die Zeit, das zu debuggen. Und zusätzlich hatte unsere Bilder keine Symbole, das macht es nochmal schwieriger. Da hatten wir im Thread 19 von einem Multithreaded Prozess gecrashed und dann habe ich darauf aufgegeben und gesagt, dass es wahrscheinlich der Fragmentationsangriff von Blueborn ist, habe ich in meiner Schreibe geschrieben, aber später haben wir es tatsächlich nochmal getestet und den gleichen Fuzzer nochmal gegen das S10E laufen lassen. Und wir konnten tatsächlich auch einen Crash sehen. Und da habe ich gerade vergessen drüber. Und wir sehen hier einen Crash. Und ja, wir crashen in Memcopy, was schwierig aussieht. Aber wenn man hier oben guckt, das ist in X2, was das Schlechte ist. Diese Längenparameter von dem Mem-Parameter sieht sehr nach einer negativen Zahl aus. Und die Fault-Adresse mit den vielen Nullen ist ein starker Hinweis darauf, dass wir hier ein Memcopy mit einer negativen Zahl haben. Ja, und wenn man sich das in dieser Verteilerfunktion anguckt, dann sieht man hier auch, da ist tatsächlich ein Memcopy, das eine Subtraktion ausführt bei der Länge. Und da gibt es also tatsächlich einen Fall, wo das negativ werden kann. Und interessanterweise wird das ausgelöst durch diese If-Abfrage hier, die eigentlich eine Buffer-Overflow-Abfrage, einen Buffer-Overflow verhindern soll. Es gibt einige Crashes, von denen wir nicht genau erklären konnten, warum sie auftreten. Sieht sehr merkwürdig aus, weil wir das mit ein bisschen ASCII überschrieben haben, aber es ist in einer völlig anderen Stelle im Code und wir konnten es auch nicht reproduzieren. So, wir gehen davon aus, dass da irgendwas komisch ist. Die Stelle im Code, da geht es um die Defragmentierung von L2-Cup-Paketen. Ein Paket, das möchte eine wenn man eine L2-Cup-Nachricht versenden will, die länger ist als die physische Paketlänge, dann muss man das unterteilen. Und wenn man das Paket sendet, wenn man ein Paket mit 1000 Bytes senden will, dann wird auf dem Host werden 1000 Bytes alloziert und merkt sich, wo das aktuelle Paket endet.
Und wenn das nächste Paket ankommt, dann werden die Daten in das hintere Ende dieses Puffers kopiert. Und vor Android 10 gab es dann eine ganz komische Memcopy-Funktion-Aufruf. Da ist es für Android 10 können wir das nicht ausschöpfen, das Problem. Und als wir dann angefangen darüber zu schreiben, haben wir nochmal auf den Master Branch von Android geguckt. Und ich hatte einen Bookmark gesetzt auf den Android 9 Branch und habe dann auf den Master Branch geschaut. Und da gab es dann auch einen Commit, der das eigentliche Problem löst. Und das erklärt falsche Paketlänge, die zu Speicherkorruption führt. Und das war am 18. April 2019. Und das war öffentlich einsehbar für mehrere Monate, aber dieser Bugfix wurde auf keinen Release-Branch angewendet. Ja, dann haben wir also ein Proof-of-Concept gebaut und dann haben wir das veröffentlicht und ungefähr 60% aller Android-Geräte waren davon betroffen. Und dann haben wir im November den veröffentlicht und der Fix wurde dann am 3. Februar genau 90 Tage nach der Veröffentlichung den fertigen Fix noch auf die entsprechenden Feature Branches anzuwenden, hat tatsächlich 90 Tage gedauert. Es gibt eine Menge Geräte, die überhaupt keine Updates mehr bekommen werden. Die sind natürlich weiter angreifbar. Und wir wurden dann kontaktiert von ein paar Automobilherstellern, die uns dann gezeigt haben, wie deren Patch-Zyklus eigentlich aussieht. Und das Problem ist diese Kette dieser Firmen, die diesen Code zur Verfügung stellen, wo eine Firma 90 Tage braucht, um den Fix weiterzugeben, und die nächste Firma braucht wieder 90 Tage, um das in ihren Produkten dann weiterzugeben. Und meine Zusammenfassung, diese Exploits sind sehr erschöpfend. Es wäre echt nett, wenn man nicht immer einen vollen Remote Code Execution Beweis liefern muss, bevor die solche Fehler tatsächlich beheben. Und obwohl der Bug eigentlich schon bekannt war, wurde er nicht in den eigentlichen Produkten gefixt. Und es gibt immer wieder Geräte, die nicht gefixt werden, und es dauert einfach viel zu lange, bis die Fixes bei den Geräteherstellern wirklich ankommen. Das Tool haben wir hier veröffentlicht, auch wenn es hier jetzt in der Demo gerade nicht ganz so funktioniert hat. Aber in dem Repo ist auch nachzulesen, wie wir die Broadcom-Verwundbarkeit analysiert haben. Das war es von meiner Seite und damit zu den Fragen. Sind wir auf dem Stream? Are we on the stream? Welcher Heap Sanitizer wurde verwendet? Das war unser eigener. Und wir haben den Heap selber auseinandergenommen, um diese Überprüfung uns anzuschauen. Und
Und man kann relativ einfach Hooks in die Funktionen setzen, die an der Stelle den Heap überprüfen und damit selber diese Analyse sich dann auch sichtbar machen. ASLR geht auf dem ARM-Cortex nicht. Auf diesen Geräten kann man das nicht einsetzen. Die sogenannte Datenausführungsprotektion, die muss man. Und ich bin mir nicht sicher, wie sie das implementiert haben. Und Broadcom hat bestimmte Checks implementiert, aber dadurch haben sie den Bug überhaupt nachvollziehen können. Aber es ist nicht wirklich eine Möglichkeit, solche Exploits zu verhindern. In response to this bug. Ich habe die Frage nicht verstanden, sorry, ich muss selber mal kurz ins Pad schauen. That what? Cool. So I just counted it. Ich habe die Frage leider nicht gehört, deswegen nur die Antwort. Wir haben es nicht genau gezählt, aber es sind 100 bis 200 Hooks, die wir verwenden, eine ganze Menge zu Debuggen-Zwecken und eine ganze Reihe von Funktionen. Wichtigsten Funktionen sind die, die mit dem UART reden. Und die ersetzen wir einfach durch Ausgabe direkt im Emulator. Und es gibt einige Funktionen, die im User Space keinen Sinn ergeben, also Interrupts ein- und ausschalten, ignorieren wir einfach. Und lass mich nachdenken. Dann gibt es noch die ganzen Hardware-relevanten Funktionen. Wenn man also auf ein Register zugreift, lesend oder schreibend, solange der Code einfach auf eine gültige Speicheradresse schreiben kann, ist es schon mal ganz okay. Und für lesende Zugriffe haben wir Funktionen, die einfach einen Default-Wert liefern. For which one? Also for the Broadcom exploit. Ich habe wieder die Frage nicht gehört. GitHub Repo. So simo-lab/frankenstein. So, the Android Proof of Concept. Der Android Proof of Concept ist noch nicht veröffentlicht.